hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe hier ein neues Schätzchen, eine Commodore 1541-2. Ja, die habe ich jetzt hier ganz günstig bei eBay ersteigert. Und wie man sieht, die ist natürlich in absolut miserablen Zustand. Das wäre jetzt hier ein Modell aus Japan. Ja, wie man hier vielleicht sieht, hier ist es ein bisschen gerissen. Und hier vorne auch, also die Oberschale, die kann ich wohl nicht mehr verwenden. Aber bei meiner anderen 1541, da ist der Knauf nicht mehr so ganz in Ordnung. Und hier, der scheint auf jeden Fall nochmal zu funktionieren. Den kann ich vielleicht verwenden. Der Schalter hier ist auch noch in Ordnung. Bei der ist der nicht ganz so toll, sag ich mal. Ja, und alleine schon wegen den beiden Sachen kann sich der Kauf vielleicht schon gelohnt haben. Die Oberschale, dachte ich, die könnte ich auch noch verwerten, weil die ist doch noch relativ gut erhalten. Das würde ich, glaube ich, mit Bleiche wieder hinbekommen. Aber leider ist hier diese beiden Macken, die gehen mal gar nicht. Okay, wie dem auch sei, ich schraube das Ding trotzdem einfach mal auf und schaue mir das einfach mal von innen an. Und vielleicht ist ja der eine oder andere Chip noch drin, den man noch verwenden kann. Also langsam braucht man auch ein paar Ersatzteile. Die guten Geräte, die werden ja nicht jünger, die werden ja komischerweise immer älter. Und wenn man da so einen Schnapper da mal ersteigern kann, warum nicht? Das gleiche habe ich mit dem Commodore vor. Der ist soweit in Ordnung. Aber da muss ich auch zusehen, dass ich mir da auch mal einen zweiten zulege. Mit Original-Chip setzen, nach Möglichkeit. Ja, das ist jetzt hier mein Plan. Ich werde den jetzt hier so ein bisschen ausschlachten, das gute Schätzchen. Passt nicht, ne? Ja, das wäre zu einfach gewesen. So, ich habe doch hier oben so super Funzeln. Na, vielleicht sieht man so besser, ne? Ja, ich nehme das Ganze hier mit der Action-Cam auf, mit der GoPro. Ich habe hier mal auf Super-View, also auf Super-Weitwinkel gestellt. So habe ich auf jeden Fall alles drauf. Und ich teste einfach mal, ob das Bild zu verzerrt ist. Beziehungsweise es wird mit Sicherheit verzerrt sein. Dann wisst ihr auf jeden Fall auch warum. Ja, wie gesagt, mein Plan ist jetzt einfach mal auseinandernehmen. Mir das Innenleben anschauen. Um das Ganze zu säubern. Und das Ganze dann dementsprechend als Ersatzteil. Ja, als Ersatzteil zu verwenden. Das Ding funktioniert, das habe ich gar nicht getestet. Eine Schraube fehlt noch. Die ist eigentlich ganz lose. Ja, wir halten schon fest, 4 Ersatzschrauben hätte ich schon mal. So, und hier, wenn man genau hinhört, irgendwas raschelt da drin auch. Also, ich habe hier kein gutes Gefühl. Vorsichtig aufnehmen. Ah, das habe ich mir nämlich gedacht. Genau wie bei der anderen Schale. Ist das hier auch abgebrochen. Der hier ist noch in Ordnung. Und das ist nicht schön. Gut, aber von innen sieht das Ding ja noch richtig gut aus. Also verdammt wenig Staub drin. Da habe ich schon andere Schätzchen gehabt. Und ja, hier wären noch ein paar Ersatzteile, die gerne kaputt gehen, die ich noch verwenden kann. Kopf weiß ich nicht. Ja, doch, also von innen sieht er auch immer wesentlich besser aus. Und insofern bin ich da ganz optimistisch, dass ich das eine oder andere Teil noch verwenden kann. So, ich bin hier auf den Knauf hier gespannt. Er ist auf jeden Fall besser als das ist mein anderer Knauf. Ist natürlich nur total vergilbt, aber das sollte ich hinkriegen. Eine LED. Das Frontcover ist auch kaputt. Und ich denke mal, hier werden so ein paar Plastikstücke werden hier drin sein. Das kann ich leider nicht verwenden. Ja, so sieht das ganze Schätzchen hier aus. Aber die kleine Platine sieht erstmal ganz gut aus. Da ist irgendwie nichts von außen zu erkennen, dass man sagen kann, das ist nicht mehr in Ordnung. Deswegen mache ich auch die Aufnahme, damit ich weiß, welche Schrauben wohin kommen. Wir haben nämlich unterschiedliche Längen. Also die kleinen, die sind für das Laufwerk hier.
Und die großen sind fürs Gehäuse. Und ich glaube, das kann ich jetzt schon rausnehmen. Ne? Die beiden Stecker noch. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Blau ist rechts, rot ist links. Bei den weißen Stecker, braun ist rechts, rot ist links. Und hier wäre orange rechts, braun, schwarz. Ich glaube, die kann man eh nicht falsch schon drauf machen, oder? Okay, die Löcher müssen nach vorne zeigen. Oh, oh, das sieht richtig gut aus. Oh, 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 das sieht richtig gut aus. Aber die Platine, die ist doch eine Wunde. Herrlich, schön. Von 1987. So, ich sehe gerade, dieses Erdungskabel, das war bei der 1541 nicht drin. Hundertprozentig nicht. Kann natürlich sein, dass mein Vorbesitzer die rausgenommen hat. Oder vergessen hat, wieder einzubauen. So, einmal ganz kurz vergleichen. Sind das die gleichen Schrauben? Nee, das wären die mittleren Schrauben. Okay, die mittleren Schrauben sind also für die Platine. Jetzt könnte ich es eigentlich schon rausnehmen. Oh, das Abschirmblech. Das sieht auch besser aus. Oh, die Platine sieht richtig gut aus. Ah, hier. Hier sind so ein paar etwas schlecht gelötet. Oder da ist mal etwas passiert am Schalter. Nee, der Schalter, der sieht nicht gut aus. Weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht oder es täuscht. Das könnte sein, dass der einen weg hat. Aber das alles hier, das sieht richtig gut aus. Also da hätte ich schon mal ein schönes Ersatzteil, definitiv. Gut, ich würde sagen, ich mache das noch ein bisschen sauber. Hier wäre das Gehäuse. Das Abschirmblech, kein Rost dran. Im Gegensatz zu dem, da ist also ein bisschen Rost dran. Genau, und hier ist das, was ich vermutet habe. Die ganzen Kunststoffteile, die abgebrochen sind. Weil einer zu dämlich war, den Deckel aufzumachen. Es ist kein Weltuntergang. Ich freue mich trotzdem, dass ich das Ding ersteigert habe. Ja, das wäre jetzt meine Floppy Disk 1541-2. Gut, ich würde sagen, ich mache die beiden Geräte hier mal sauber. Und ja, das kann ich auch nicht verwenden. Ah, das ist richtig kaputt. Das kann ich leider nicht verwenden. Also, wir halten fest, Unterschale kaputt, Frontcover kaputt und der Deckel ist leider auch beschädigt. Ich würde hier noch drüber hinwegsehen oder versuchen irgendwie zu flicken. Aber die Nasen, die sind hier kaputt. Und deswegen denke ich mal, kann ich damit wohl nicht allzu viel anfangen. Der Knauf hier, ja, der hat so ein paar, der ist so leicht verbogen, aber nicht gebrochen, auch nicht angerissen. Den kann ich auf jeden Fall noch verwenden. Ja, da kommt einiges an Schmutz doch runter, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich würde sagen, das sieht aus wie neu. Da kann man nicht meckern, ne? Ja, hier muss ich nochmal so ein bisschen nacharbeiten. Und dann würde ich sagen, passt das schon.